Wir machen uns natürlich auch Sorgen um die Zukunft der Kirche. Wenn wir merken, ja, so weltweit hat man so den Eindruck, ich weiß es gar nicht, ob es mathematisch stimmt, aber das ist jetzt dahingestellt, wichtig ist ja das Empfinden. Man hat so das Empfinden, der christliche Glaube geht zurück. Immer weniger Menschen glauben an Jesus Christus und leben nach dem Evangelium. Und bei uns ist so ein negativer Trend zu erkennen, der Gottesdienstbesuch nimmt ab, man muss Gemeinde schließen und wie ist denn da die Zukunft? Und da macht man sich natürlich große Sorgen und hier und da merke ich, da kommt Angst auf. Man hat Angst vor der Zukunft. Auch da wollen wir diese Angst besiegen. Die Jugend hat mich gestern gefragt, ist denn das Gottes Willen, dass so der Gottesdienstbesuch zurückgeht? Da habe ich ganz klar gesagt, nein, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist der Wille der Menschen. Gott will, dass den Menschen geholfen wird. Gott will das Heil der Menschen und sein Heilsgebot hat sich nicht geändert. Nur, wir dürfen nicht vergessen, Gott hat dem Menschen immer den freien Willen gelassen und das wird er lassen, das wird so bleiben bis zu Ende. Also wenn der Gottesdienstbesuch zurückgeht, ist das nicht der Wille Gottes, sondern der Wille der Menschen, die kein Interesse mehr an Gott haben. Aber wie reagieren wir da? Wir reagieren da mit unserem Glauben. Jesus Christus ist der Sieger. Was er verheißen hat, wird er auch tun. Der christliche Glaube wird von dieser Welt nicht verschwinden. Der wird bestehen bis zum jüngsten Gericht. Es kommt nur auf uns an, ob wir da mitmachen. Aber für den Erlösungsplan Gottes, für die ganze Menschheit, brauchen wir uns keine Sorge zu machen, Geschwister. Das ist unsere Glaubensüberzeugung. Jesus Christus ist der Stärkste. Das geht weiter. Mit oder ohne uns, aber das geht weiter. Was Jesus vorausgesagt hat, wird er erfüllen. Das jüngste Gericht wird stattfinden und die Menschen, die mit Jesus Christus eins sind, werden in die neue Schöpfung eingehen. Und das kann kein Geist und kein Mensch aufhalten. Also keine unnötige Angst. Das geht weiter. Jesus Christus hat versprochen, er kommt wieder und holt seine Braut zu sich. Keine unnötige Angst. Das macht er.